Wüste. Das ist ein schönes Land. Man muss es begreifen. Sie verfallen ihrer Magie und verkennen ihre Gefahren. Das Leben deines Sohnes gehört mir! Eine Reise ins Abenteuer. Ein Trip in den Tod. Wir sollen kommen, wir sollen uns befreien. Eine Reise ins Abenteuer. Peter Maffay in einer packenden Deutschland-Premiere. Gefangen im Jemen. Heute 20.15 Uhr auf Pro7. Mein erster Set-Report führt mich 2000 Kilometer südlicher von hier, nämlich in die staubtrockene, heiße Wüste von Marokko. Staubtrocken? Für das 60-köpfige Filmteam des Entführungsdramas Gefangen im Jemen sah die Realität zunächst ganz anders aus. Sturm und Dauerregen, Temperaturen um die 13 Grad, in der Nacht sogar nur Werte um den Gefrierpunkt. Die Kostümbildnerin überprüft, ob sie nicht vielleicht doch Pelzjacken mitgenommen hat. Während der Kameramann vergeblich nach blauen Flecken am Himmel sucht, sind die Schauspieler vorsorglich im Hotel geblieben, da sie sich ohnehin schon fast alle eine schwere Erkältung eingefangen haben. Auch die Hotelsuche erwies sich als schwierig, da in unmittelbarer Nachbarschaft Steven Spielberg drehte und sämtliche Zimmer im Umkreis von mehreren hundert Kilometern mit überhöhten Preisen weggekauft hat. Folge: Ein eigentlich geschlossenes Hotel hat nur unter der Bedingung aufgemacht, dass der Produzent alle Zimmer des Hauses mit Heizöfen ausstattet. Auch heute warten wieder alle gespannt auf die Entscheidung des Produktionsleiters. Barbara, Drehabbruch. Abbruch. Mädels, wir haben Drehschluss. Was? Was? Wir haben Die Naturvielfalt und die Besonderheit, dass hier Menschen aus den verschiedensten Kulturen leben, machen Marokko zur idealen Filmkulisse. Bis heute wurden hier an die 600 Kino- und Fernsehfilme gedreht, darunter Hits wie Kundun, Jesus von Nazareth und Lawrence von Arabien. Diesmal wird in Marokko das arabischste aller arabischen Länder simuliert, der Jemen. Erzählt wird die dramatische Entführung von deutschen Motorradtouristen, inspiriert nach einer wahren Begebenheit vor 2 Jahren. Eine der Hauptrollen hat Rockstar Peter Maffay übernommen. Bereits vor 11 Jahren überzeugte er in dem Kinofilm Der Joker. Regie führte damals wie auch heute Peter Patzak. Ankunft von 250 marokkanischen Komparsen. Es ist 8 Uhr morgens und obwohl endlich die Wüstensonne scheint, ist es noch bitterkalt. Die freundlichen Herren sollen gleich grimmige Kriege spielen. Keine leichte Aufgabe für den Regisseur. Auf dem heutigen Drehplan steht eine schwierige Actionszene. Befreiungsversuch des jemenitischen Militärs mit einem Angriff auf das Lager der Entführer. Der Tonmeister wartet auf seinen Einsatz. Der Regieassistent notiert sich die geplanten Einstellungen. Die Spannung steigt. Okay, Ruhe bitte, wir machen mit Ton. Ja, bitte, Windmaschine. Ton. 78, 7, 2. Primärton. Karim.
Peter Maffay meistert die Szene auf Anhieb. Ich fragte ihn, warum er als erfolgreicher Musikstar vorübergehend ins Schauspielfach gewechselt hat. Gut. Der Grund ist eigentlich ein ganz einfacher. Vor 11 Jahren war ich irgendwann mal wahrscheinlich genauso vorlaut wie vor kurzem und sagte, ich hätte Lust, in irgendeinem Film mal mitzuspielen. Warum? Mich interessiert dieses Handwerk, mich interessieren die Leute, die damit zu tun haben. Und ich wollte einfach aus Neugierde mal mitmachen. Und das hat wohl irgendjemand gehört, der mit Filmerei zu tun hat. Und der fragte mich dann allen Ernstes, ob ich Lust hätte, sowas zu machen. Ja. Und dann ist die Motore los! Peter Maffay spielt einen im Jemen lebenden Entwicklungshelfer, der seine Familie in Deutschland kaum noch trifft. Am allerwenigsten seinen Sohn Jan, gespielt von Roman Knitschka. Nach 15 Jahren treffen sich Vater und Sohn wieder. Doch das Wiedersehen fällt anders aus als erwartet. Wie geht's? So, meine Freunde. Ich dachte, du kommst mich besuchen, wie versprochen. Ich bin ja da. Aber. Aber was? Na, ich dachte, wir reden. Können wir ja. Und haben etwas Zeit füreinander. Immerhin haben wir uns lange nicht mehr gesehen. Das ist richtig. Wie hat sich Peter Maffay auf seine Vaterrolle vorbereitet? Also, ich habe zwar eine Tochter, aber keinen Sohn und schon gar nicht einen, der einen Kopf größer ist als ich. Das ist sicherlich eine neue Erfahrung. Ich habe ein bisschen in mir selber herumkramen müssen und habe versuchen müssen, so ein bisschen mich an ähnliche Situationen vielleicht zu erinnern. Und ich habe ein ausgezeichnetes Verhältnis zu meinem Vater. Aber auch wir verbringen eigentlich viel zu wenig Zeit miteinander. Und das haben wir in unserem Leben, er für sich und ich für mich, oft bereut. Also sich diesen Verlust vorzustellen, das hat mir geholfen, mich in dieser Rolle ein wenig zurechtzufinden. Das wurde mit zunehmender Zeit dann auch besser. Ich habe mich an diesen Zustand, plötzlich Vater zu sein, gewöhnt. Mhm. Und nach hinten war das gar nicht mehr so unnatürlich wie am Anfang. Ja, ich habe jetzt nun gehört, dass dein Vater sogar in der ersten Woche der Dreharbeiten am Set war. War das Zufall oder war das schon der Hintergrund, diese Vater-Sohn-Geschichte? Ja, mein alter Herr, der ist manchmal, wie soll ich sagen, insistierend, als er hörte, dass ich da nach Marokko ginge, für so lange, fragte er mich, ob denn da noch ein bisschen Platz wäre, mitzureisen und am Rande das alles ein bisschen zu verfolgen. Also, wir hatten uns lange nicht gesehen. Ich erwähnte das schon. Und irgendwie holte uns der Inhalt des Films ein. Er fuhr dann mit. Wir haben 2 Wochen lang, wie lange nicht mehr, Zeit miteinander verbracht. Vor dem Dreh, nach dem Dreh, zwischendurch. Mein Vater ist ein prima Mensch. Der ist sehr, der kann sich sehr zurücknehmen und kann sehr ruhig und ohne, dass man ihn spürt, beobachten. Einfach da sein. Das ist eine große Gabe, das muss man lernen. Und ich habe das ja genossen. Irgendwann hat er gesagt, jetzt reicht es mir. Ich habe alles gesehen, was mich interessiert. Und 2 Tage später war er weg. Eine neue Drehwoche, eine neue Überraschung. Ein heftiger Sandsturm fegt über den Drehort. Regisseur Peter Patzak ist begeistert.
Keine Windmaschine der Welt hätte diese Effekte herzaubern können. Kurzerhand lässt er das Drehbuch umschreiben, das bis dahin keinen Sandsturm vorgesehen hatte. Das Team versucht, sich so gut es geht zu schützen. Doch die beiden Kameras überleben diese Tortur nicht. Über Nacht müssen zwei neue Zooms eingeflogen werden. Hat es dich nicht gereizt, die Filmmusik zu schreiben für den Film? Schon, aber man kann ja nicht alles auf einmal machen. In diesem Fall gibt es ja auch zeitliche Vorgaben, die einzuhalten waren. Und ich glaube, dass es auch eigentlich ganz gut ist, wenn man jemand anderen das Ganze betrachten lässt und seine Interpretation hinzukommt zu allen Impulsen, die vorher schon existiert haben. Ich habe einen Freund, der heißt Tony Carey. Es ist wirklich ein Zufall gewesen, dass er mich kurz vor den Dreharbeiten anrief und sagte, what's up, was machst du? Ich habe gesagt, ich mache einen Film. Ich sagte, brauchst du keine Musik? Sag ich, wir können fragen, vielleicht ist man daran interessiert. Man war und so macht er jetzt die Musik. Und ich glaube, TC ist der bessere Mann dafür. Some wings of my own,
left behind those things that I'd outgrown. I headed where the bright light shone. Sure they were shining for me. I wish that I loved you. I wish that I tried. The sun got in my eyes, left me hypnotized. The sun got in my eyes. In my eyes. You someday I'd have you wide-eyed with the things I'd known and where I'd been and where I'd flown. I wish that I had loved you.